Das frisch Gezapfte steht schon auf dem Tisch. Oh, zapft ist es angesagt auf dem Cottbusser Altmarkt mitten im Herzen der Stadt. Steffen Meyer, in diesem Jahr es wird wieder ordentlich was losgehen. Ja, wir feiern wie jedes Jahr, dieses Jahr wieder am 14. Oktober, unser diesmal schon 9. Oktoberfest und freuen uns alle sehr drauf und hoffen, das Wetter auch mitspielt. Gut, wir haben ein sehr schönes beheiztes Festzelt, wird aufgebaut. Dafür sorgt der Gerd Lehmann mit seiner Lehmann-Crew, der uns seit Jahren ein verlässlicher Partner ist. Und darauf freuen wir uns schon. Ansonsten programmtechnisch, was können wir da erwarten? Ich glaube, Stimmungsmusik ist gesichert. Ja, traditionell, wie jedes Jahr, seit nunmehr 9 Jahren, spielt die Liveband nach unten bei uns. Die alleine ist ja schon ein Zugpferd und wahrlich eine Kultband und sorgt für ausgelassene Stimmung und die Maß, das Paulaner Oktoberfestbier, wird von uns gezapft und dann denke ich mal, soll es eine runde Sache werden. Bayerische Spezialitäten gibt es zum Essen auf jeden Fall. Traditionell, wie sich das gehört. Bei uns kommt noch das Eisbein dazu, was ja hier in unserer Region natürlich sehr nachgefragt wird. Und also das ergänzen wir dann die bayerischen Traditionen mit unserem Eisbein und mit Sauerkraut und Kartoffeln und passt zum Bier. Und also, ja, ansonsten Weißwürste, Leberkäse, halbe Enten, so dieses, das typische, die typische Küche, die zum Oktoberfest dazugehört. Aber das Oktoberfestbier, das ist tatsächlich auch das Originale aus München, ne? Ja, selbstverständlich. Also das möchte sein, dass wir das Original Oktoberfestbier von Paulaner hier ausschenken. Und auch das Holzfass, womit wir anstechen, ist das Originale, womit auch in München angestochen wird. Auch das Besteck dazu, Zapfhahn und alles, was dazugehört, ist auch das Original, was direkt so wird auch original angestochen. Und das möchte schon sein, dass das so läuft. Und wieder viele Partner mit an Bord, nehme ich an. Ja, ohne die würde das Oktoberfest nicht funktionieren. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir da gute, zuverlässige Partner haben. Seit vielen Jahren, ganz, ganz vorne dran, die VR Bank Lausitz mit dem Herrn Schlipp und dem Herrn Kapfenberger, die uns ja wirklich super unterstützen jedes Jahr. Und da sind wir auch sehr dankbar drüber. Die Firma Getränkeschenker, die uns komplett beliefert hier und auch tatkräftig unterstützt, materiell und finanziell. Und natürlich die Paulaner Brauerei ist natürlich auch ein großer Partner von uns. Wie gesagt, genannt hatte ich schon Lehmann, Gerd Lehmann mit seiner Lehmann-Crew. Ja, das sind eigentlich die Eckpfeiler hier. Ja. Eine große Frage ist natürlich Fassanstich in diesem Jahr. Wer macht den? Ja, dieses Jahr macht den Fassanstich der Stadionsprecher des FC Energie, Benjamin Hanschke. Freust du dich schon drauf? Ja, ich freue mich. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, mich zu fragen, weil ich da relativ erfolglos bin im Fassanstechen. Ich habe das schon einmal gemacht, da ist der Hahn abgebrochen. Also es kann alles passieren. Dann hatte ich dort 4000 Leute, die kein Freibier gekriegt haben. Wo war das, in München? Nein, nicht in München, in einem kleinen Ort bei Potsdam, Diedersdorf. Ja. Aber ansonsten bereitest du dich nochmal vor drauf, oder? Nee, ich lasse das einfach auf mich zukommen. Keiner hat Hähne zu Hause und probt das. Wie macht man das? Also einfach reinschlagen. Einfach reinschlagen mit 12 Schlägen und dann bricht der Hahn hoffentlich dieses Mal nicht. Ja. Wirst du dich noch wenigstens entsprechend kleiden, so ein bisschen mit Tracht? Hast du sowas da? Ich habe Lederhosen da. Ich weiß nicht, ob sie noch passen. Ich hatte sie das letzte Mal vor einem Jahr an. Ich habe auch so ein wunderbares kariertes Hemd. Ich werde mich natürlich auch ein bisschen bayerisch anziehen, gell? Das Feeling muss ja irgendwo herkommen. Dann jetzt deine Chance, nochmal alle Lausitzer mit einzuladen, Altmark Cottbus dabei zu sein. So schaut's aus, kommt zum Braun Bistro. Am 14.10. machen wir diesen Fassanstich um 10 Uhr. Ob er gelingt, das werden wir sehen. Kommt vorbei, habt Spaß, egal ob der Hahn bricht oder nicht. Spaß haben wir auf alle Fälle. Wir sehen uns.